Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Mod-Review. Heute stelle ich euch den Highlands-Mod vor. Dieser fügt 26 neue Biome und 10 neue Baumarten hinzu. Ihr braucht den Mod-Loader und der Mod ist mit der Forge kompatibel. Aber das stelle ich natürlich alles in die Beschreibung. Die Installation ist relativ einfach, aber ich habe mir jetzt etwas einfacher installiert. Ich habe ein ganzes Mod-Pack mit 31 Mods und ich habe unglaubliche 29 Seiten verdammtes Inventar. Das sind 10.000 Items, aber egal. Laber ich meine nicht so viel darüber. Warum jetzt meine Sackfist nicht da ist, weiß ich nicht. Also fangen wir jetzt hier mal mit ein paar Biomen an. Das hier ist ein neues Biom, die Savanne. Das hat relativ wenig Bäume, dafür aber sehr große. Ja, sieht halt auch relativ so aus wie eine. Hier spawnen auch ein paar Tiere. Hier kann man auch schöne Häuser bauen, ist auch schön flach. Dann beginnt hier ein riesiges Gebirge, das sind nämlich die Klippen, auch ein neues Biom, das würde auch Sinn. Ja, ihr kennt ja wahrscheinlich die extremen Berge da, die wurden einfach ein bisschen höher gezogen und jetzt sieht das so geil aus einfach. Hier unten und, warte, da müssen wir glaube ich ein bisschen fliegen. Hier unten, da wo jetzt die ganzen Bäume sind, das ist ein Subbiom, das ist ein Wald in dem Tal, also ein Tal, ja, ein Tal in, ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, halt, es ist halt so episch. Hier eine neue Art von Regenwald und das kann man jetzt mal wirklich Regenwald nennen. Also, hier siehst du weder ein noch aus. Hier ist es dunkel wie sonst was. Hier kommt auch kein Wind hin, wie man gerade durch diesen, wie heißt nochmal dieser schöne Mod, keine Ahnung, wie der heißt, ja, das ist halt relativ dunkel, viele Dschungelbäume. Und auch wirklich coole Landschaft. Hier drüben beginnt ein normaler Mischwald. Ja, es ist wohl eher so ein kleiner Landstrich. So, was haben wir denn noch hier auf der Karte? Da hinten. Das hier ist jetzt ein normaler Wald, halt, wie man ihn so kennt. Sorry, dass die Chunks gerade ein bisschen abspacken. Ich fliege jetzt ein bisschen und dann nehme ich gleich wieder ein bisschen auf und zeige euch ein weiteres Biom. So, hier kommen wir gleich zu einem neuen Biom. Hier haben wir einen borealen Nadelwald. Das ist jetzt bei uns so in der Gegend, nur leider sind diese Bäume halt wirklich riesig. Und sehen aus wie Kreuze. Ja, hier kriegt man wirklich richtig viel Holz, wenn man die absäbelt. Hier empfällt sich natürlich noch der Timmermod zu. Und hier drüben haben wir noch ein weiteres ebenes Biom. Da stehen vereinzelt nur noch so ein paar Birken drauf. Ja. Mal sehen, gibt es hier noch was zu entdecken? Nee. Oder? Was haben wir denn da noch? Habe ich da nicht gerade was gesehen? Nein. Ja, das war es jetzt erstmal zu diesem Mod-Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja natürlich weiter auf Erfahrungsreise gehen. Es gibt natürlich noch viele weitere Biome zu entdecken. Zum Beispiel Alpen oder... Ja, hier wieder eine Savanne müsste das sein. Und neue Sümpfe, Flachland, große Seen. Wir sehen uns wieder. Bis denne!